Auf dem Stadtfriedhof Hannover-Rickling haben Unbekannte in der vergangenen Nacht mehr als 65 Gräber geschändet. Dabei wurden Grabschalen zerstört, Blumen rausgerissen und in mindestens einem Fall haben die Täter sogar eine massive Grabplatte herausgehoben. Eine Passantin hatte die Schäden am frühen Morgen entdeckt und daraufhin die Polizei informiert. Kurze Zeit später waren auch einige Angehörige der geschändeten Gräber vor Ort. Ich gehe mal von aus, wir wissen ja nicht, wer es gewesen ist, aber normalerweise so eine Grabplatte heben sie nicht einfach an und schmeißen sie rüber. Also da braucht man schon ein bisschen Kraft. Ne? Sie können das ja gleich mal ausprobieren, so eine Grabplatte anzuheben. Das müssen mehrere gewesen sein. Aber wie gesagt, ich hoffe, dass die Polizei diejenigen findet. Das Motiv der Grabschändung ist bisher unklar. Nach ersten Angaben der Polizei deutet nichts auf eine politisch motivierte Zerstörung hin. Die Behörden haben mit den Befragungen von Angehörigen begonnen und suchen nach möglichen Zeugen.